Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 4.6.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Okay. Nichts Neues. Ja. Ich bin begeistert. Also, egal. Also, wir fangen jetzt einfach mal auf der linken Seite an. Da haben wir dieses Lace-Set. Und Lace finde ich persönlich nicht ganz so prickelnd. Da hinten den Teddybär finde ich ganz crazy. Aber das Ding finde ich irgendwie schrecklich. Kriegt von mir 4 von 10. Lace. Und Lace hat hier ein Voting von 3,49 von 5 bei 73 Votes am 13. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 6 mal 109 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen am 2. Mai. Dann haben wir den Paradox. Den finde ich ein bisschen besser. Der kriegt von mir 6 von 10. Gods of America Style zum Schluss da in dieser einen Szene, wo sie bei Osteria waren. Die haben so ähnlich ausgesehen. Für 15 V-Bucks der Paradox. Der hat nur 2,9 von 5 bei 61 Votes. 6 Mal im Shop gewesen, 17 Reminders. Dann die Allsicht-Picke. 5 von 10 für die Vision-Picke. Und die hat hier 3,85 von 5 bei 54 Votes. Am 13. Januar 2019 ist erstmal drin gewesen, seitdem 6 mal 180 Reminders für 800 V-Bucks. Equilibrium für 500 V-Bucks, der Gleiter. Ja, kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 2,95 von 5 bei 21 Votes. 4 Reminders. Dann sind wir auch durch mit dem Set hier. Jetzt geht's weiter mit dem Rennfieber. Whiteout. Jetzt hier diese verschiedenen Styles. Ich habe auch schon Videos zu gemacht. Finde ich persönlich richtig nice. Für 1500 V-Bucks kriegt von mir 9. 8 von 10 Rennfieber. Hat hier ein Voting von 4,15 von 5 bei 74 Votes. Am 17. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem 10 mal 175 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 29 Tagen am 6. Mai. Den Überholer oder auch Overtaker finde ich auch richtig nice. Teil kriegt von mir auch 8 von 10. 3,88 von 5 bei 74 Votes am 17. August 2018. Das ist das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem 164 Reminders. Weiße Bö. Für 1200 V-Bucks. Geiler Gleiter. Kriegt von mir 9 von 10. Hier ein Voting von 3,93 von 5 bei 30 Votes. 25 Reminders. Wirbelwind, auch 9 von 10, hat hier ein Voting von 3,66 von 5 bei 29 Votes, 26 Reminders. Sind wir ja auch schon durch. Dann sind wir hier bei der dunklen Vorhut. Für 2000 V-Bucks. Backpack sieht auch cool aus. Kriegt von mir, aber trotzdem nur 6 von 10. Der Dark Vanguard. 3,98 von 5 bei 126 Votes. 8. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 13 Mal seitdem 117 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 69 Tagen am 27. März 2019. Weltraum-Landegerät. Space Shuttle hier.
7 von 10 für 1200 V-Bucks. Das ist der Deep Space Lander. 4,57 von 5 bei 35 Votes am 8. April 2018 das erste Mal drin gewesen. 13 Mal seitdem, 51 Reminders. Weltraum-Shuttle, Orbital-Shuttle, ebenfalls 7 von 10. 3,31 von 5 bei 16 Votes am 8. April 2018 das erste Mal drin gewesen. 13 Mal seitdem, 15 Reminders. Sind wir hier auch durch. Dann kommen wir hier zu der Feldsanitäterin. Die finde ich richtig nice. Kriegt von mir 8 von 10. Hat hier ein Voting von 3,94 von 5 bei 53 Votes am 8. September 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 78 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 22 Tagen am 13. Mai. Für 1500 V-Bucks Feldsanitäterin. Jetzt sind wir bei der Glücksjägerin. Für 1200 V-Bucks. Naja. 5 von 10. Ach du Schande. 2,62 von 5 bei 34 Votes. Am 13. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem 35 Reminders. Das letzte Mal vor 95 Tagen am 1. März 2019 im Shop. Brachialgewalt. Gewalt. 7 von 10. Für 500 V-Bucks. Brute Force. Brute Force hat hier ein Voting von 3,2 von 5 bei 5 Votes. 5. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 2x 3 Reminders. Tanztherapie für 800 V-Bucks. 10 von 10. So, und dann haben wir hier ein Voting von 4,35 von 5 bei 52 Votes. Am 30. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem 164 Reminders. Das letzte Mal vor 20 Tagen am 15. Mai im Shop. Googly oder Wackelaugen für 800 V-Bucks. Letztes Schrottteil. Von mir 0 von 10. Ich finde das Ding schrecklich. 3,67 von 5 bei 21 Votes. Am 22. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen, 20 Mal seitdem 24 Reminders. Das letzte Mal vor 46 Tagen am 19. April 2019 im Shop. Ja, und dann sind wir hier. Und den muss ich sagen, kann man immer einsetzen. Finde ich mega geil. Kriegt von mir 10 von 10. 200 V-Bucks am Wasser gebaut. Waterworks. 4,15 von 5 bei 20 Votes. Am 18. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem, 129 Reminders. Das letzte Mal vor 29 Tagen am 6. Mai im Shop. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Endlein. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.